So, und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play RimWorld. Weiter geht's in dem Stück. Die Hitze hat uns immer noch nicht losgelassen. Charles ist wieder normal. Nee, ist er nicht. Und was macht deine Hitze? 16%. Ab in die Kühlkammer. Bin ja froh, dass ich die habe, muss ich sagen. Hitzeschlag. Ach, das geht. So, Michi störte das ja nicht, haben wir gesagt. Nee, überhaupt nicht. Ah, der schmeißt wieder seine ganze Kleidung von sich. So, du bleibst jetzt hier auch erstmal drin. Hast du dich... Ja, du hast dich wieder erholt. Du hast deinen Hitzeschlag auch erstmal wieder überstanden. Na, du noch nicht. Überfall. Yay. Oh, mit Granaten und mit Molotows kommen sie. Die Hitzewelle ist vorbei. Ja. Kommen die gleich oder bereiten sich die noch vor? Die bereiten sich noch vor. Okay. War eigentlich mal irgendjemand wieder bei dem Gefangenen? Das sollte ja eigentlich Angel machen. Angel ist gerade irgendwo und Michi auch. Nee, 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 nee. Brr. Du kommst mal schön zurück. So. Na, du kommst auch mit her. Jackie, nein. Und Charles. Fernkampf, okay. Fernkampf, okay. Fernkampf. Schrot, Schrot, okay. Alles weniger gut. Starten die ihren Angriff jetzt schon? Nee. Aber jetzt. Anziehen. Anziehen. Ja, da drin sind die Temperaturen jetzt schon wieder mal wesentlich besser. So. Ihr tauscht mal bitte. Mit den Granaten müssen wir aufpassen. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Los. Ja. Komm. Ja. Haben wir auch noch erwischt. Genial. Und das ohne große Verluste. Installieren.
Mal gucken, ob das funktioniert oder ob die sich dann die Köpfe einschlagen da drin. Was bist du? Plünderer. Spalter. Das sind ja. So, du gehst erstmal ins Bett. Und ihr könnt erstmal beenden. Molotows. Okay, Granaten, okay. So, die nimmt schon mal das Bett. Holt das, okay. Wer war Aufseher? Aufseher war Angel. Angel ist gerade leicht verletzt. Wer ist Arzt? Charles. Charles, dann kümmere dich doch mal bitte um Angel. So, und du nimmst mal. Lebt er noch? Was kannst du denn? Medizin, Forschung, Kunst. Okay. Nahkampf, Landwirtschaft. Okay. Ja, ist doch alles nicht schlecht. Fang den mal bitte. So, und jetzt fängst du den hier. Oder die. Nee, den. Weiblich, männlich. Graham und heißt, ist weiblich. Okay. So, Gefängnis, Anwerben. Anwerben. Gut, passt alles. 56 mal Nahrung. Sehr hübsch. Und die Gräber sind voll. Was machst du? Versorgen? Versorgen. Okay. Na, wegen mir. Wer denn schon wieder? Michi. Sah Outsider, Kolonist. Welcher Kolonist? Achso, vorhin der Dingsbums. Okay. Ja. Wie geht's denn eigentlich, Jackie? Was fehlt dir denn? Eigentlich nichts mehr weiter. So, du, fehlt dir irgendwas? Eine Schussnarbe, okay. Eine Stichnarbe im rechten Bein, okay. Und der ist gesund. Also haben sie zwei kleine Narben abbekommen davon. Forschung abgeschlossen. Grundlegende Mikroelektronik. Bums. Dann können wir jetzt die Geschütztürme. Oh ja. Wenigstens mal was Positives hier. Jetzt hat der blöde Strauß mein Zeug weggefressen. Ich ernte da die Kartoffeln und der blöde Strauß frisst sie weg. Sehr nett. Na, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Fleisch. Was haben wir denn hier? Ein männliches, zwei männliche. Wegschießen. Ein Alpaka. Cool.
Jetzt nachts sieht man die Viecher gut. Männlich, männlich, männlich. Gehen wir mal so einen Mufalo da jagen. Und da ist schon was Totes. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich von dem Puma. Pappeln, die wachsen noch. Ritz hat sich komplett erholt. Okay. Jackie war jetzt die Aufseherin, oder? Ach, wie ich denn das jedes Mal vergesse. Angel. Na, 9,1. Verschießt du? Ach, auf das Wildschwein. Prozent. Da ist der Graham eigentlich am einfachsten anzuwerben. Jo. Neue Liebhaber. Charles und Jackie haben sich gefunden. Cool. Jackie, das heißt, wir brauchen ein Doppelbett, dass die da schön gemeinsam schlafen können. Da bin ich ja mal gespannt. Kann man in dem Spiel eigentlich Nachwuchs bekommen? Das wäre auch mal interessant. Auf jeden Fall interessant zu wissen, ob das funktioniert. Werden wir noch rausbekommen? Die haben sich ja gefunden. So, Wildschwein ist klein. Gefängnisausbruch. Oha, Angel bekommt ganz schön auf die Mütze. Und die hat die jetzt rausgelassen. Charles. Ach, herrje. Jetzt haben die auch noch Waffen. Hauen die jetzt ab oder was? Die hauen ab. Na toll. Das finde ich jetzt doof. Wie sind die da rausgekommen? Da hatte ich mal so schön drei Stück gefangen, die sich alle drei uns hätten anschließen können. Und was machen sie? Die lassen sie entkommen. Ich hab doch auch schon kein Glück in dem Spiel, oder ist das extra so gemacht? Das gibt's doch nicht. Ja gut, wenigstens blieb kein Schaden oder irgendwas.
Dann kann sie ja jetzt mal kochen. So, Charles und Shaggy hatten ja hier eine Liebelei. Oder? Nur, dass ich jetzt nicht die Falschen ins Bett steck. Charles. Charles und Shaggy. Das heißt, wir müssten eigentlich da mal so langsam da mal noch hier den Raum bekommen. Wie wär's denn? Macht er mal was, oder? So. Leckere Mahlzeiten. Sehr schick. Njam, 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 njam. Wir wollen ja nicht ewig im Labor hier ihre Liebeleien machen. So. Charles ist schon mal im Bett. Ah, jetzt geht sie dazu. Schläft. Brav. Aber wäre mal interessant, ob da wirklich mehr passieren kann in dem Spiel oder ob die. Naja, es muss ja einen Sinn machen, warum die heiraten können und so weiter und so fort. Na, wenn die verheiratet sind. Vielleicht geht's. Wir werden es erfahren. Ich bin gespannt. Wenn ich nicht das Glück habe, wie immer, dass sie mir vorher wegsterben. Ach, hier muss ich erstmal noch flicken, genau. So. Überfall. Was habt denn ihr dabei? Speere. Wurfspeer. Wurfspeer und Bögen. Und die greifen sofort an, wie es ausschaut. Ein Waschbär wurde zahm. Okay. Charles, bitte auch mal hier raus. So, Michi darf noch schnell ihre Bauteile da ablegen oder ihren Stahl oder was auch immer die da dabei hat. Was kann Waschbär? Leute angreifen. Okay. Ach, der hat sich uns angeschlossen, weil er nichts mehr zu fressen hat. Na dann, Waschbär, ab nach Hause. Gut. Schade. Hat nicht lange gedauert. Frösche, Hunde, Bari, irgendwas. Feuer. Zack. Pemikan, was ist denn das? Irgendwas. Ah, was zu essen. Feuer. So. Komm, die holt ihr euch. Hunde ist aber schnell. Ist sie irgendwie schneller als normal oder? Nee. Er ist doch sogar schon verletzt.
Ha. Perfekt getroffen, würde ich mal sagen. So. Jetzt nehmen wir natürlich alles mit. Ach, das sind die Wurfspeere. So. Dann brauche ich neue Gräber. Grab. Heben wir da erstmal ein paar Gräber aus. So, jawohl. Ausgezogen und eingebuddelt. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das erstmal. Zack, jetzt kann sie wieder kochen. Ach, hier wollte ich doch auch wieder die. Was haben wir denn an Holz? Ja. Die Holzhocker. Fünfunddreißig Mahlzeiten. Sehr schick. Und da liegt unser Waschbär. Der hat's ja wohl nicht lang gemacht. Jetzt muss sie nur springen, wenn sie da hinten an das daran möchte. Wie lange halten sich die? Ah, noch ein Tag, okay. So, okay, Bären sind auch eingelagert. Das Pemmikan-Zeugs da holen sie sich auch. Ist da kein Dach drauf? Dach. Nein, da ist kein Dach drauf. Da darf kein Dach her, aber da muss Dach hin. Ach Mann. Das ist ja jetzt doof. Leute, es brennt. Michi mag nicht. Das ist natürlich blöd. Da habe ich geschlafen. Das heißt, da brauche ich neue Batterien und dringend ein Dach. Okay. Damit verabschieden wir uns aus der Folge. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge RimWorld wieder. Wenn es gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Macht's gut.